Balkonkraftwerk und das automatische Ausrichten eines Solarmoduls. Das Wetter spielt momentan nicht ganz so mit, deswegen kümmern wir uns heute darum. So, wir haben jetzt hier unser Steuergerät und wenn wir da mal genauer hingucken, hier steht Wind Speed Sensor. Das heißt, das Ende des Windrades schließen wir jetzt hier an. So, angeschlossen habe ich das Windrad jetzt. Ihr erinnert euch auch noch, ich hatte das Ganze, als ich das im Keller getestet habe, an eine Batterie angeschlossen, 12 Volt. Da ich aber hier draußen, wenn ich es anschließe, sehr, sehr viel teste, habe ich natürlich erstmal ein 12 Volt Netzteil genommen. So, und für hier draußen, für den Außenbereich, habe ich mir noch so eine schöne Wetterbox zugelegt. Eine Elektrobox für diese Witterung, die wir hier haben. Die kann man schön dicht zumachen und dann hat man das Ganze wirklich komplett abgesichert. Das Modul mit der Halterung und dem Antrieb, das liegt noch auf dem Boden. Die Box steht hier bei mir auf dem Gartentisch. Und das Windrad, schaue ich jetzt mal, wo ich das eben schnell hinkriege, dass wir das einfach irgendwo hinstellen, nur um das Ganze zu testen. Und ihr seht es jetzt gerade selber. Wind ist da, ja, aber wir können leider nicht testen, weil die Sonne fehlt. Denn wenn die Sonne fehlt, fährt das Modul erst gar nicht hoch, bleibt einfach dort unten stehen. Wir warten jetzt mal auf die Sonne und ich melde mich wieder bei euch.